We don't belong, making ladders out of cowboy sheep. Hallo Leute, ich grüße euch. Wir befinden uns heute in Bulgarien. Da ist der Maciej, da ist der André. Hallo André. Und wir sind eigentlich schon gestern angekommen am Abend und da wollten wir in Varna schon stehen bleiben, aber es war schon ziemlich spät und wir hatten in Varna, haben in Varna auch nichts reserviert und deswegen sind wir einfach weitergefahren, noch circa 50-60 Kilometer weiter. Das ist hier das Apartment, wo wir schlafen und wo wir ein paar Tage bleiben. Heute in der Früh war ich schon am einen Strand und es ist circa 1,7 Kilometer von hier entfernt. Es war so schön, dieser Spaziergang, das werde ich dir dann morgen zeigen. Da spaziere ich mit der Anna, ziemlich zeitlich in der Früh. Links und rechts hast du so Weintrauben und den Blick ans Meer. Es ist so schön und so ein privater Strand, so ein öffentlicher Strand, aber es sind keine Menschen dort gewesen. Es war so schön, da werden wir morgen sicher hingehen. Jetzt gehen wir auf den öffentlichen Strand und ein bisschen ins Zentrum schauen, wie das hier so aussieht. Und ja, du bist gleich dabei. Wir sehen uns. David ist mit Unterhosen gegangen, weil er Badehosen vergessen hat. Aber das war unabsichtlich. Ja. Schaut euch das an, jetzt haben wir den Maciej komplett eingegraben. Kommst du alleine raus? Ja. Ja? Na? Ja. Puste die Sandkörner weg. Die Nassen vor allem, ja. Ja! Bravo! Hallo, wie versprochen, habe ich dir gesagt, am Nachmittag gehen wir zum Strand, der ist in der Nähe von uns. Das ist kein öffentlicher Strand oder so einfach zugänglich, da gibt es nur so eine Straße, links und rechts hast du so Weintrauben, es ist so schön. Ich war schon in der Früh da, das war traumhaft schön in der Früh, noch nicht so heiß. Und jetzt geht die ganze Familie hin und da zeige ich dir, es ist wirklich sehr schön. Sieht so süß. Wirklich? Du musst du probieren. Zeig. Wow. Was ist das? Das ist keine Traube. Yes. Was für ein... Was war das? Heidelbeere, oder? Genau. Wow, es war nicht reif. Na warte, das kriegst du zurück. Wir sind langsam am Ziel. Da vorne ist das schon, da gibt es schon ein paar Camper und ein paar Autos, aber sonst kein Mensch. Was, Mäuschen? War die Traube vorhin gut? Ja, warte, ich gebe sie dir später. Schau dir das an, wir sind am Ziel angekommen, aber es geht noch viel weiter, das zeige ich dir gleich unten. So, unten angekommen, was sagst du zu diesem Strand? Nicht schlecht, oder? Fast keine Leute da, die Anna kommt gleich da weiter, bisschen, ganz weit hinten sind Leute, aber sonst perfekt. Da kannst du wirklich dein ruhiges Plätzchen finden. In der Früh, wie ich da war, bin ich so auf so eine Klippe gesessen und habe ich gesehen, so drei Schwimmer im Wasser. Zuerst kommt einer raus, ganz nackt. Dann kommt der nächste, der dritte, denke ich mir, aha, aber es waren auch zwei Frauen mit Badeanzügen da. Die haben selbstverständlich hingeschaut. Hab das der Anna dann erzählt, hat sie gleich gesagt, morgen geht sie auch mit mir daher. Vielleicht sieht sie was Gescheites. Sleep in the wake, 'cause where you can still remember dreams. I swear I'll always love you.
Jetzt kommen mir langsam so Erinnerungen wieder hoch, wie wir noch 2 Monate in Costa Rica waren, in Mittelamerika. Da war auch so eine Klippe wieder hinten. Da bin ich jeden Tag um 5, 6 aufgestanden, raufgegangen, circa 2 Kilometer und Sonnenaufgang genossen. Das war traumhaft schön, wirklich. Jetzt kommen langsam die Erinnerungen wieder hoch, wenn man auf so Strände ist, wo kein Mensch ist. Das ist einfach für mich das Beste. Schaust du, die 2 kleine Kletterer, da ist der nächste. Statt dass ihr auf den schönen Strand spielt, tut sie da auf den Steine klettern. Ihr seid so Wahnsinn. Bingo! Bingo! I'm going home in a different world to stay the same. I've told my brother.